Hallo und herzlich willkommen zurück, meine lieben Freunde. Willkommen zurück zum Fußballmanager 22, besser gesagt zum Rapid Wien Projekt. Es geht weiter. Wir sind hier vor den Freundschaftsspielen. Die letzten zwei, die ich jetzt gleich schnell simulieren werde, natürlich, die werdet ihr nicht groß mitkriegen, nur die Ergebnisse. Und dann sehen wir uns gleich vor dem Spiel gegen Ried. Aber vorher gucken wir uns nochmal kurz an, wo wir stehen geblieben sind. Romano Schmid. Ich habe mir vor, mit dem Verein etwas zu erreichen, aber wenn wir so dem hier einfach abgeben, ja, wir haben jetzt 47,7 Millionen, 60, ja, ich werde hier jetzt ein bisschen schieben und drehen. Budgetänderung. Ich werde hier von ein bisschen ins Gehalt packen. Dann in die Sonstiges, damit das alles schön ausgeglichen ist. Und sehr viel, ich werde 20 Millionen ungefähr in Infrastruktur stecken. Damit wir, okay, 16 Millionen ist ein bisschen hartig, habe ich. So, damit wir da ein bisschen investieren können. Budgetänderung, hier, klick, nochmal 5 Millionen und fertig. Ich meine, die 12 Millionen brauche ich nicht, aber wir können jetzt in die Infrastruktur investieren. Wir können hier ein bisschen machen. Was haben wir? Fitnessparkurs. Können wir da was investieren? Ja, nice. Bauhof, wie sieht das bei dir aus? Wir können aktuell zwei Bauaufträge, das dauert auch nur 26 Tage. Machen wir natürlich vom Mitarbeiter her, müsste das auch eigentlich... hier, Management, müsste einer haben, ja, erweitert das Umfeld. Du hast jetzt ein bisschen Geld zur Verfügung gekriegt. Die ersten zwei Sachen habe ich gemacht, den Rest wirst du dann machen, damit das hier alles in die richtige Richtung geht. Helke, ja, ist jetzt erstmal da. Der darf ja ein bisschen ran, kein Skill. Ich kann mir vorstellen, ich wäre auch abgefuckt. Ich wäre auch abgefuckt, wenn so ein Highlight-Spieler weggeht. Aber wir, ich muss auch gucken, dass sich die Spieler entwickeln, ne? Ljubicic zum Beispiel. Ich schätze auch nicht mehr, dass wir den lange haben werden. Wenn wir natürlich eine Mannschaft haben, die um die Champions League mitspielen kann. Wenn wir Champions League kommen, dann werde ich keine Spieler verkaufen. Aber solange wir nicht in die Champions League kommen, fest, in die Gruppenphase, werde ich die Spieler noch verkaufen, dass sie sich alle anderswo gut weiterentwickeln können. Haben wir noch irgendwelche bevorstehenden Wechsel? Nein, ich darf jetzt wieder auf Ausländer gehen. Was kommt ablösefrei? Ein Michael Cuisant von Bayern. Okay, das wäre natürlich noch eine Nummer. Würde was bringen, auf jeden Fall. Wie sieht es bei den Verträgen auf? Läuft dieses Jahr was ab? Ja, also Junuzovic und Arase. Auf der Bank habe ich nur einen Romano Schmid. Ja, okay, aber die... Ja. So, dann gehen wir mal hin. Wir geben einfach mal ein. So. Maximal, ja, minimal... Okay, wir wollen nicht übertreiben. Wir gehen hier so komplett... Minimal 72er. Doch, wir gehen auch ein bisschen übertrieben. Nur der realistische Transfer ist weniger als ein Jahr. Was kommt auf den Markt? Wir gehen nach und nach rein. Ja, Torwete, Rakosha. Wir haben gute Keeper. Wir haben gute Keeper. Linksverteidiger haben wir ja auch nicht wirklich das Wahre. Oder wir gehen doch mal einfach direkt auf die 80er. Wir haben Berg. Wir haben Kovac. Wir haben Chor. Wir haben Keul. Aguere, Badia, Axel Witze von Dortmund. Vitolo, Roland Zalai. Pierre, Mendes. Ahmed Dallah, Vecino, Grenier. Und was ist bei den ganz Jungen? Haben da irgendwelche Talente? Dann gehen wir auch mal auf 70er. Und da ist sogar mehr als. Da kommen mehr Spieler raus. Wenn wir dann so gehen, bei den 70ern, ja, dann ist es wieder ausgeglichen. Haben wir da irgendwelche Österreicher? Runter. Haben wir Österreicher da drunter? Wir müssen ja eigentlich hier, ja, Lazaro. Okay, aber das ist auch nicht da. Brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht. Lazaro. Die Jüngeren wollte ich. Aaron Hickey. Was brauchen wir eigentlich von Position her? Das ist die Frage. Wir haben einen Lukaczewicz, ja. Helke, gleich noch ein Stürmer. Müssen wir gucken. Wir gucken einfach mal erstmal, wie es weitergeht. Ich gehe jetzt rein und wir sehen uns dann gleich bei einem Spiel gegen Ried. Und wir müssen erstmal gucken, wie das hier sich weiterentwickelt, die Mannschaft und so alles. Weil Friedel entwickelt sich ja auch nicht wirklich gerade leider. Das ist ein Problem, der stagniert auch. Der wird nicht stärker. Geierhofer, ja auch. Der hat eine Grundstärke, aber der hat jetzt momentan keine Form. Friedel geht so. Leiner hat auch keine Form. Müssen wir mal schauen. Endlich geht es offiziell in die Rückrunde. Also offiziell in die Rückrunde. Ich glaube, die haben wir schon längst gestartet. Wir haben jetzt von der Liga her nur noch wie viele Spiele? Kalender. Von der Liga haben wir noch 1, 2, 3.
4, 5 Spiele. 5 Spiele haben wir noch in der Liga und das sieht jetzt finanziell, sieht das alles so viel besser aus. 57,1 Millionen haben wir aktuell am Bargeld. Normalerweise waren wir immer bei den 20. Wir steigern uns langsam aber sicher, wachsen wir, was das angeht. Ich bin am Überlegen, vielleicht sogar Pence nächstes Jahr zu ersetzen und dann halt komplett auf, wenn man sich hier anguckt in der Laie, Wigan zu setzen, der eine 65 aktuell hat. Aber eigentlich habe ich ihn noch zu Karaspor da gewechselt. Kayserispor wechseln lassen, damit er spielt. Aber als ich dann da war, dieser Gönnen, ich schwöre, ich weiß nicht, was ich von denen halten soll. Der hat immer mal gefühlt 100 Stärke. Dann hat er wieder 60, dann hat er wieder 100. Jetzt ist er wieder bei 70. Und so, ich weiß nicht, was ich davon halten kann. Der Einzige, der wirklich profitiert von der Laie, ist Babuscu. Babuscu ist aktuell mit einer 73 unterwegs. Das ist auch seine Grundstärke, weil er momentan jedes Spiel in der holländischen Liga spielt. Mit Vitesse Arnhem spielt er um die Europa League Plätze. Und ja, der macht sein Ding. Der hat sogar zwei 80er Mitspieler hier. Die hier eine 80 und da unten nochmal Rücken 80. Ja, wahrscheinlich gerade, ja, der schade gerade verletzt ist und so. Die machen da momentan was weg. Die haben sich auch Karius geholt. Stark, stark, stark. Aber wir gehen jetzt erstmal in unsere unerste Pflichtespiel. Nein, noch nicht. Wir gehen erstmal hier in die Ergebnisse. Aber nicht das. Kalender. Ergebnisse, Spielplan. Ich wollte euch zeigen, wir haben einmal 4-0 gespielt. Tore von Verschern und Nas Gregoric und Repay. Also Eigentor von Repay. Und einmal das 2-2 gegen Sefi. Aber das war ein Tag danach, also gefühlt. Ein Tag Pause und dann wieder haben die gespielt. War klar, dass wir da nicht so spielen. Und da haben wir das Tor von Schmid und Moran Eigentor. Und jetzt geht es gegen Rieb und dann kommt die Conference League. Die nächste Runde von Conference League. Können wir da dieses Jahr um einen Titel mitspielen? Wir wollen gucken. Wir gehen rein und wir können ihnen das Leben schwer machen. Können wir an unserer guten Leistung in der Liga anknüpfen gegen die aktuell auf dem 11. Tabellenplatz stehen. Wäre wichtig. Ich gehe mit Pelke rein. Ich wollte eigentlich mit Gregoric reingehen, ne? Ich habe nicht geguckt. Ich habe einfach nicht geguckt. Auch nicht die Form generell. Das ist natürlich jetzt sehr bitter. Aber es sieht noch einigermaßen gut aus. Zirkse macht auch das wichtige 1:0 in der 23. Minute. Ist aber schon hart am Ende. Wahrscheinlich darf Pelke einfach durchspielen. Weil Zirkse jetzt schon mit 62 hat von der Frische. Müssen wir einfach mal schauen, wie wir das machen. Gehen wir noch mit einer bisschen besseren Führung in die Halbzeit? Nein, es sieht nicht danach aus. Gleich müsste der Halbzeitpfiff kommen. Und da ist er. Wir gehen mit 1:0 Führung in die Halbzeit. Wichtig, wichtig. Spielergespräche, ja, kommt. Macht das so. Pelke wurde nichts massiert, nur Zirkse. Alles läuft nach Plan. Wir dürfen nicht verlieren. Die restlichen Spieler wärmen sich erstmal auf. 5 Wechsel haben wir. Werden dann wahrscheinlich auch früh wechseln. Verschern und Trossard sind nicht wirklich on fire. Müssen wir halt mal schauen. 64. Trossard ist immer noch nicht da. Verschern auch nicht. Und ja, Pelke macht ein gutes Spiel. Ja, dann darfst du auch mal, dann darfst du durchspielen. Du junges Stürmertalent. Vielleicht entwickelst du dich ja zum Monster. Zum Monster. Das wäre natürlich noch was. Und Nas kriegt jetzt auch nochmal eine Pause gegen Ende. Und Friedel kriegt eine Pause. Mal gucken, ob das jetzt ein Fehler war oder wir das hier über die Zeit bringen können. Auf jeden Fall macht Ried nochmal Druck. Nein, wir bringen das über die Zeit. Wir gewinnen 1:0 gegen Ried. Wichtiger Sieg. Statistisch gesehen 5:3 Chancen. Die waren besser sogar. Und das ist bitter. Da wir viel stärker sind. Wir waren 102 Punkte stärker als sie. Wir gucken uns die anderen Ergebnisse an. Salzburg gewinnt natürlich gegen Austria Wien mit 3:1. Wir spielen 0:1 gegen Rapid. Also Ried spielt 0:1 gegen uns. WSG Tirol spielt 1:2 gegen Wolfsberger C. Flyer Alarm Admira spielt 3:0 gegen Klagenfurt. Alltag 0:5 gegen Sturmgras und Lask 1:0 gegen Hartberg. Ja, sie halten halt, ne? Sie halten halt diese Differenz von 2 Punkten. So, Spieltagsstatistik. Wir gucken, von uns ist Ullmann drin. Aber Spieler des Tages ist von der Dominanz natürlich. Mit Sturmgras. Die haben 5 Spieler da drin in der 11. Spieltages. Christoph Lang, GG. Und jetzt geht's. Oh, jetzt geht's in der Europa League. In der Conference League gegen Mol Viti aus Bulgarien. Und dann müssen wir schon gegen Red Bull. Und das ist das wichtige Meisterschaftsspiel. Und meine Mannschaft ist schon am Ende ihrer Erschöpfung. Das wird so bitter. Das wird einfach so bitter aktuell. Lubicic ist gut in Form. Geierhofer, Ullmann sind gut in Form.
Friedel geht wieder, hat sich da einigermaßen gefangen. Wir müssen einfach mal schauen, dass wir das hier irgendwie hinkriegen. Und verschieben können wir das auch nicht. Danach geht es direkt weiter. Und dann kommt Sturm Graz. Das ist auch ein wichtiges Spiel. Weil die können ja rein theoretisch. Nee, können die nicht. Doch, rein theoretisch schon, aber wir können sie fernhalten. Wir gehen jetzt erstmal in die Conference League. Wollen hier keinen Zweikampf aus dem Weg gehen. Besonders zu Hause wollen wir schon früh alles klar machen am besten. Kriegen wir das hin? Können wir hier punkten? Sirkse, du kannst ruhig mal wieder ein Törchen schießen. Jetzt durfte Peck von Anfang an rein. Lubicic kriegt die gelb-rote Karte. Beste Leben. Der hat innerhalb von 3 Minuten unser Spiel hier versaut. Jetzt müssen wir das einfach nur über die Zeit bringen. Ich erwarte hier gar nichts mehr im Hinspiel. Aber zum Glück kann man ja tauschen. Und er kriegt eine Pause, ne? Er kriegt eine Pause und kann gegen Salzburg von Anfang an hart eingreifen. Können wir das jetzt wenigstens mit den 0-0 in die Halbzeit? Ja, wir gehen mit den 0-0 in die Halbzeit. Dann ziehen wir ein paar Scheren mal runter. Den spielt er einfach mal so. Wir bringen für Irkse Schmied. Pelke kriegt die Pause von Gregoritsch. Und ja, sonst muss ich erstmal schauen, ne? Sonst muss ich, Kronberger kommt nochmal rein. Wir machen frühe Halbzeitwechsel. Den Rest macht der hier. Los, jetzt zeigt es ihn. Okay, was habe ich gesagt? Los, jetzt zeigt es ihn. Was laber ich? Was laber ich jetzt eigentlich? Ich kann auch nicht mehr wechseln. Ich habe alles durchgewechselt. Verdammt. Warum habe ich das gemacht? Und was sage ich los? Jetzt zeige ich sie. Wir sind einer weniger. Aber rein theoretisch von der Gesamtstärke müssten wir fast gleich stark sein jetzt. Aber es geht eher in Richtung 0-0, 70. Minute. Wir halten dieses 0-0 und das wäre ein wichtiges 0-0. In Unterzahl hier gegen die Bulgaren oder Ungarn, ich weiß es nicht. Ich muss mir das gleich nochmal angucken. Ich habe wahrscheinlich die Flagge falsch gedeutet. Wir gehen hier aber mit dem 0-0 raus. Gut, stark, 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 stark. So, warte. Wir gehen erstmal auf Statistiken. Gucken, Patrick Pence ist Spieler des Spiels. Keeper hat uns drin gehalten. Chancen 3-5. Gut, war auch noch ausgeglichen. Und dann gucken wir mal. So. Ungarn, nicht Bulgarien. Das tut mir leid, falls ich irgendjemand beleidigt haben sollte. Wir spielen gegen die Ungarn. So, und Hinspiel haben wir 0-0 gespielt. Und jetzt müssen wir auswärts bei ihnen. Also bei in Ungarn müssen wir gewinnen. Jetzt müssen wir in Ungarn gewinnen. Schmied. Ja, genau. Genau, Schmied, genau. Verscheren kriegt jetzt eine Pause. Lubicic darf jetzt spielen. Dann kriegt Zirkzee eine Pause. Und Nas kriegt eine Pause. Ich muss es jetzt einfach riskieren, dass sie hier Pause kriegen gegen Red Bull. Damit wir im Rückspiel da. Weil es ist jetzt ein bisschen wichtiger, dass wir in der Conference League nochmal eine Runde weiterkommen, noch ein bisschen Geld verdienen, als dass wir hier in der Liga was machen. Weil ich denke, Conference League ist ein Titel möglich. Ist einfach ein Titel möglich. Romano Schmid bricht Training ab. Wissen wir ja schon. Komm schon, geht es endlich zu Red Bull Salzburg. Zu dieser Mannschaft. Erster gegen Zweiter. Spiel um Platz 1. Top Spiel. Top Spiel. Wir gucken uns doch nochmal zur Sicherheit die Mannschaften an. Also die Spiele an, wie sie von der Form sind. Da kommt es nochmal. Spitzenspiel, Top Spiel. Ja, das kann ich erstmal wegmachen. Und Nas hat sich einigermaßen gefangen. Genauso wie Zirkse. Ja, wir gehen noch mal rein mit dem komplett starken Kader. Romano Schied startet zwar. Ne, Verscheren macht keinen großen Unterschied. Macht es keinen großen Unterschied. So, Kronberger bringe ich rein für Trossard, eine bessere Form. Arase bleibt draußen. Wir haben hier noch einen Wimmer mit einer 16er Form, aber nee. Jetzt. Mit 818 gegen 842 können wir mal in der Liga gewinnen und holen uns den ersten Platz zurück. Wäre wichtig, aber ich glaube nicht, weil Salzburg ist unser Kryptonit. Bis jetzt haben wir keine guten Spiele dagegen gemacht, obwohl wir dieses Jahr stärker sind. Nächstes Jahr könnten wir nochmal eine Schippe drauflegen. Wer weiß, wie unsere Gesamtbewertung aussieht nächstes Jahr, dass wir da vielleicht sogar den einen oder anderen Banger holen können vom Geld her. Vom Geld her und von der Stärke. Weil jetzt gerade war nichts so Besonderes. Ein paar 80er Spieler waren zwar, aber es sind halt so ältere Positionen, wo ich nicht wirklich was brauche. Lubicic zum Beispiel, der wird dieses Jahr auch nochmal abgehen. Mach ein gutes Spiel. Wir schauen einfach mal. 39 Minuten sind gespielt. Bis jetzt sieht das gut aus, dass wir mit 0-0 in die Halbzeit gehen. Ja, das ist es auch. So, dann könnt ihr das hier so machen. Halbzeitansprache, so haben wir uns das natürlich vorgestellt. Gegen die großen Salzburger Mannschaft, da der Dauermeister in Österreich, machen wir ein gutes Spiel.
Und Nas kommt aber nicht ins Game. Junior Adamo kriegt eine gelbe Karte. So, wir spielen auch zu Hause. Da kann man schon mal aus dem nächsten Törchen schießen, ne? Wer wohl drin? Gregoritsch und Zirkse. Pelke kommt rein. Arase kommt rein. Ich bringe mal jetzt ein bisschen Schwächere rein, aber einfach nur aus dem Grund, weil ich denen vertraue. Weil ich den beiden vertraue. Trossard kommt auch rein. Der Belgier hat ja jetzt in der Nations League letztens eine Ecke gemacht. Eines Gottes würdig. Der hat das studiert. Vielleicht kann er uns hier auch nochmal helfen. So. 10 Minuten spielen die neuen schon. Und da gehen wir mit 0-1 in Rückstand. Ja, es ist doch klar. Es ist einfach klar. Leiner kriegt mal eine Pause. Und hier, Romano Schmid kriegt nochmal eine Pause. Nee, wir machen das noch mal so. Ullmann, Leiner kriegt eine Pause und Geierhofer kriegt eine Pause. Dann sind wir durch mit den Wechseln. Ich kann da jetzt nicht mehr großartig was machen, weil ich denke nicht, dass wir da noch irgendwie rankommen. Ich hoffe es natürlich, wäre schön, aber wir sind nicht dafür bekannt, dass wir in der letzten Viertelstunde noch treffen. Dafür sind wir nicht bekannt. Und da ist auch der Schlusspfiff. Jetzt sind sie 15 Punkte von uns entfernt. 5 Punkte von uns entfernt. Statistisch gesehen, 7-5 Chancen. Wir waren sogar besser. Rasmus Christensen, der Rechtsverteidiger, war Spieler des Spiels. Läuft hart bei ihm. Wir gucken uns die Ergebnisse an. Hartberg spielt 2-1 gegen Flyer Alarm Admira. Wolfsberger C 5-1 gegen Alltag. Wir verlieren 0-1 gegen Salzburg. Sind damit ja 5 Punkte von ihnen entfernt. Die sind so gut wie... Also, die halten sich wahrscheinlich auch da oben. Wir haben halt 2 Niederlagen. Bitte, sonst wären wir da oben noch gewesen, wenn wir diese eine Niederlage nicht gehabt hätten. Austria Wien spielt 1-2 gegen Graz, Klagenfurt 1-4 gegen Tirol und LASK 0-0 gegen Ried. Bitter. Aber wir sind dabei. Wir sind ja noch in der Meisterrunde und da können wir hier noch Punkte gut machen. Wer weiß, wie das da abläuft. Spieltagsstatistik von uns ist niemand dabei. Spieler des Spiels ist Serge Leuko. GG. Vor dem Erscheinungsspiel. Ja, Gregoritsch keine gute Form, aber wir packen wieder Trossard von Anfang ein. Onas ja verscheren muss. ZM spielen, Schmid darf wieder von Anfang an rein, weil er ja eine gelb-rote Karte hat. Unser Ljubicic, Gnusovic darf mal wieder mit auf die Bank. Und dann schauen wir mal, ne? Wir haben halt noch unsere Monster, jetzt die Innenverteidigung, beide gut in Form. Hoffentlich können wir das jetzt über die Zeit bringen. Wir brauchen ja nur ein Tor auswärts. Geht raus und spielt ordentlichen Fußball. Wir kommen weiter. Ich rechne damit, weil wir die stärkere Mannschaft sind. Und ich will alles daran setzen, dass wir hier eine Runde weiterkommen. Kommt schon. Macht früh klar, dass wir der Boss in... Ich habe schon wieder vergessen. Bulgarien sind. So. Gerade habe ich gerade die ganze Zeit Bulgarien gesagt oder Ungarn. Und das war jetzt Ungarn und ich sage die ganze Zeit wieder Bulgarien. Ich weiß es nicht. Bin ich jetzt gerade echt lost? Ich glaube, ich bin echt lost. Wir sagen einfach mal gar nichts, weil es Ungarn ist. Genau. Es ist einfach Ungarn. Ich bin sogar sicher, wir gehen mit 1-1 in die Halbzeit. Ich bin sogar sicher, dass Bulgarien gar nicht ist. Bulgarien. Ich bin jetzt mal so dreist. Bulgarien. Ja, okay, Bulgarien ist in Europa. Ja, ich war gerade echt lost. Man müsste mal wieder zur Schule gehen. Assistent macht das hier, Halbzeitansprache los, das war noch nicht alles. Und wir gehen sonst unverändert rein. Wir werden gleich einen Pelke bringen, der kriegt sehr viel Profiluft dieses Jahr schon, dieses Halbjahr. So, können wir hier nicht mal was drehen? Könnt ihr hier nicht mal was machen? 66. Komm, wir bringen mal ein bisschen die Jugend rein. Und was noch? Ja, die Jugend und sonst warten wir. Jetzt sind wir safety first. Komm schon, wir wollen nicht in die Verlängerung. Und wir wollen auch nicht ausscheiden. 81. Wie sieht es aus? Verscheren nach vorne? Ne, Verscheren ist außer Puste. Komm, Gnusovic. Du bringst es nochmal ein paar Minuten. Übrigens ist normal und Luca Kronberger mit dem 1-0 in der 84. Vorlage und das. Da macht einer der jungen Wilden das 1-0. Bringen wir es über die Zeit?
bringen wir es über die Zeit. Leider kriegt nochmal die gelbe Karte. Junusovic hat die gelbe schon gekriegt und wir bringen es über die Zeit. Wir kommen eine Runde weiter. Ja, du kriegst wegen gelbe Karte wegen Meckerns. Da kriegst du 2 Tagessätze. Meckern nicht mit dem Schiri. So, statistisch gesehen 2:7 Chancen. Wir hätten auch viel früher das machen müssen. Aber bester Spieler war Viola, wieder ein Verteidiger. Ja, das ist schon alles klar. Wir gucken uns die anderen Ergebnisse an. Saloniki kommt weiter durch Spiele von 3-1 Sieg und einer 2-1 Niederlage im Rückspiel mit 4:3 Toren. Malmö gewinnt das Hinspiel, aber verliert verliert auswärts mit 5:1. Dynamo Moskau spielt 2-2 gegen Roter Stern Belgrad, aber zu Hause ist Belgrad eine Macht und in der 83. machen sie es klar. Sevilla kommt auch weiter gegen Anderlecht mit 2-0 und 3-1. Mithiljan gewinnt 2-0 und 2-1 und kommt weiter. Monaco kommt klar weiter, wir kommen gerade so weiter und Beşiktaş kommt auch gerade noch so weiter. Nachdem sie 4-1 im Rückspiel gewonnen haben, verlieren sie einfach 3-1 im Rückspiel und kommen gerade so weiter. Mal sehen, wen wir in der nächsten Runde kriegen. Ich bin gespannt, ich will keinen Banger, was Einfaches wäre natürlich nice. Hertha, West Ham, oh Gott, das wären alles so Mannschaften, wo ich denke, nein, danke. Also Hertha, West Ham, Brügge, Atalanta, Beşiktaş, Sevilla, Monaco und Saloniki will ich nicht haben. Mal sehen, wen wir kriegen, und wir kriegen Dynamo Kiew. Die sind von der Stärke her ungefähr gleich. Wir sind gleich auf. Wir kriegen die Ukraine. Ja, da gehen wir dann rein. Da wollen wir rein ins Game. Weiter geht's. Ljubicic ist wieder da. Junusovic kann auf die Bank und der kommt einfach direkt auf den Platz. Der kommt einfach direkt auf den Platz mit so einer Banger-Form. Mit einer 18, als hätte er quasi, während er Fußball geschaut hat, selber sich hochtrainiert. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Jetzt spielen wir gegen Sturm Graz. Die sind gleich auf. Wir sind ein bisschen stärker von der Stärke. Wir gehen natürlich wieder in Bestbesetzung rein und hoffen, dass wir danach kommt auch direkt schon Kiew. Eigentlich muss ich ja schon schon. Weil danach kommt einfach direkt schon wieder Kiew. Kann ich hier nicht was im Training machen? Training. Wie sieht das aus von individuellen Spieler? Trainingsumfang. Wie habe ich das eingestellt? Ja, komm, machen wir so. So, wir gehen nochmal eine Stufe runter, damit ihr fitter werdet. So, und dann machen wir das auch so. Komm, und jetzt gehen wir rein. Gehen wir rein in das nächste Banger-Spiel gegen den Dritten. Dann können wir vielleicht nochmal rankommen, wenn Salzburg Pause, also wenn Salzburg patzt. So, Pause macht. 5 Punkte führen sie. Am besten wäre natürlich eine Niederlage. Unentschieden würde ich aber auch mitnehmen. Dann sind wir wieder auf 3 Punkte ran. Aber unentschieden, dann wären wir wieder auf 2 Punkte ran. Das wäre bei der Niederlage von Salzburg. Wäre natürlich am besten. Aber vorher müssten wir erstmal Sturm Graz natürlich besiegen. Das ist auch kein Selbstläufer. Und man sieht es auch. Wir bleiben die ersten 30 Minuten oder 40 Minuten schon mittlerweile torlos. Gehen in die Schlussphase der ersten Halbzeit. Verletzt sich einer von Sturm Graz. Das ist natürlich sehr bitter. Gute Besserung auf jeden Fall hier von uns. Und wir gehen in die Halbzeit. So, wie sieht es aus? Unsere Top-Stürmer wollen einfach nicht. 6:2 Chancen, wir sind klar schlechter, aber, ich sag einfach, wir gewinnen hier. Geht raus und gewinnt das Spiel. Pelke kommt rein für Gregoritsch. Und Zirkse ist mein Stammstürmer aktuell. Zirkse ist momentan meine Nummer 1 da vorne im Sturm. Wir wollen hier einen Titel. Ljubicic verletzt sich. Wow, nachdem ich gerade auch noch den zentralen Mittelfeld ausgewechselt habe, ne? So, wer kann da denn überall spielen? Schmid, Geierhofer, Friedel, Zirkse. Wenn ich dich runterziehe, Schmid, nee, Ljubicic, wow, du bist aber verletzt. Ullmann, wo ist Ullmann? Ah, nee, warte. Geierhofer, Ullmann oder Leiner, ja, Ullmann. Und dann kommt, ja, das passt perfekt. So, und Lukaschewitsch da. Das passt perfekt. Natürlich bitter jetzt im Kampf hier. Und da kassieren wir auch direkt von Mustafi das 1:0. Das ist natürlich das Bittere daran. Das ist das Bittere daran. Er muss jetzt einfach aus dem Nichts eine Position spielen, die er nicht kennt. Unas kriegt nochmal eine Pause. Und wir verlieren langsam an Boden. Ne? Friedel macht auf einmal das 1:1 aus dem Nichts. Stark in der 64. Minute. Da ist ja doch noch was drin. Wenigstens diesen einen Punkt. Wir gehen in die Schlussphase. Die letzten 10 Minuten werden gespielt. Sie wechseln jetzt auf. Mustafi geht auch runter. Der Torschütze ist zum 1:1. Bringen wir dieses 1:1 über die Zeit? Oder passiert noch was? Nein, es geht mit 1:1 in die Schlussphase. Also wir spielen 1:1. Statistisch gesehen 5:6 Chancen. Da waren wir besser. Schmid, gutes Spiel gemacht. 16er Form, läuft hart bei dir.
So, und sie verlieren sogar. Wir kommen ran auf einen Punkt. Sie verlieren sogar. Tirol spielt 1-1 gegen LASK. Wir, Sturm Graz 1-1 gegen uns. Ried 0-1 gegen Wolfsberg AC. Salzburg 0-1 gegen Hartberg. Hartberg gewinnt irgendwie Spiele, wo man nie mit rechnet. Und dafür, dass sie einfach hier eine... Okay, jetzt haben die eine starke Mannschaft. Aber. Admira 1-1 gegen Austria Wien. Alltag 2-1 gegen Klagenfurt. Und wir kommen einfach wieder ran. Wir kommen einfach wieder ran. Es sind aber... Sturm Graz ist auch mittlerweile nur noch 6 Punkte von uns entfernt. Ne? Die sind auch nicht mehr ganz abzuschreiben. Genauso wie die 8 Punkte. Ja, wir müssen in der Meisterrunde auf jeden Fall zusehen. Wir müssen auf jeden Fall zusehen. Romano Schmid ist sogar Spieler des Tages. GG würde ich dazu sagen. Aber eins ist witzig. Sondern nämlich Christian. Der Schirmer hier ist auch nominiert worden zum ersten Mal. Läuft hart bei dir. GG. Und damit sind wir angekommen beim letzten Spiel in der heutigen Folge. Natürlich nehme ich das vorherige Spiel mit. Wir haben ein Angebot, ja, für Anderlecht. Wir wollen natürlich, wir gehen mit den Jugendspielern. Wir wollen die beste Jugend in Österreich aufbauen. Und dafür brauchen wir auch ein paar Ausländer. Ein paar Ausländer sind dabei, wie zum Beispiel hier Raul Gabrian. Da müssen wir auch noch demnächst gucken. Gucke ich persönlich nach, wen man da verpflichten kann. Auch schon hier nehmen wir solche mit wie Sebras und so. Die sollen alle in unsere zweite Mannschaft. Die zweite Mannschaft soll hier nach und nach aufgebaut werden. Auch zur Nummer 1, dass wir Zukunft haben. Wir haben dann einfach eine Zukunft, wenn man sich das hier anguckt. Guck mal, Nico Heddel. Normalerweise steht da im Tor ein 65er. Der hat mittlerweile 2 Spiele gemacht. Ist er jetzt Gesetz? Ja, wie gerade ist Gesetz? Der darf endlich die Spiele spielen für den Abstiegsclub. Nice. Normalerweise steht dann Peer Wiegand, der nächstes Jahr wahrscheinlich unser Stammkeeper wird. Wir müssen einfach mal schauen, wie es läuft. Sein Vertrag läuft aus, vielleicht müssen wir ihn sogar verkaufen. Und wir kriegen ja auch noch, ja, Karlsruhe setzt gar nicht auf unseren Linksverteidiger, den wir den ausgeliehen haben, an Scheiwi. Das ist natürlich auch sehr bitter, aber da können wir auch gleich noch drauf setzen. Weil Lukaschewicz ist ja auch weg. Lukaschewicz ist weg, dann haben wir ihn und setzen wir mit, tauschen wir mit Ullmann die ganze Zeit. Mal schauen, und für Ullmann und für Leiner brauchen wir halt ja auch noch was, weil der auch nicht mehr der Jüngste ist. Der spielt zwar noch stark, aber ist nicht mehr der Jüngste. Aber wir gehen jetzt erstmal rein. Dynamo Kiew, Ukraine. Können wir da was reißen? Die sind stärker als wir. Und wir kämpfen um jeden Ball. Wir spielen zu Hause und zu Hause will ich eine Festung sein. Achtelfinale. Das heißt, danach sind wir im Viertelfinale. Wir müssen aber zu Hause schon zeigen, dass wir eine Macht sind. Und nicht zu unterschätzen. In dieser Conference League. Ich wünsche es mir einfach, dass wir... Dass ich das erste Mal in meiner Fußballmanager 22 Geschichte die Conference League gewinne. Besser gesagt eine Rapid Wiens Geschichte, einen internationalen Titel als Trainer. Oder besser gesagt generell einen Titel als Trainer. Wir haben ja noch gar keinen Titel gewonnen als Trainer. Mit Rapid Wien. So, 40 Minuten sind um. Also die erste Halbzeit geht mit einem 0-0 rein. Damit kann ich durchaus leben. Spielergespräche hier. Da massierst du mal. So haben wir uns das natürlich vorgestellt. 5-5 Chancen, sieht alles ziemlich ausgeglichen aus. 3 Wechsel haben wir noch, wir können gleich noch was bringen. Wir bringen auf jeden Fall noch einen Arase. Der kommt auch jetzt schon rein, damit Onas nicht mit Gelb-Rot vom Platz fliegt. Das will ich nicht riskieren. 11 Meter verschossen, Gregoritsch, da hast du die Führung auf dem Fuß gehabt. Und das ist auch dein Schluss heute. Und Kronberger kommt rein. Den Rest kann ich nicht runternehmen. Den Rest kann ich einfach nicht runternehmen, weil ich keine Wechsel mehr habe und die spielen alle gutes Spiel hier defensiv. Können wir das über die Zeit bringen, das 0-0. Der Elfmeter wäre so wichtig gewesen und da kassieren wir das 0-1. Nazari Rusin macht in der 70. Minute das 0-1 für Kiew. Aber es ist halt nur ein 1-0, ne? Und im Rückspiel ist Lubicic wieder da mit seiner 79 oder 80, der ja momentan in Monsterform ist. Können wir da noch irgendwie was drehen? Nein, es geht gegen Ende. Und ja, da ist der Schluss. Wir verlieren 0-1 im Hinspiel gegen Kiew. Statistisch gesehen 6-8 Chancen, die waren ein bisschen besser. Der Keeper von denen war der beste Spieler. Das sagt ja alles. Das sagt ja alles. So, bitter. Mit Wiener, oder besser gesagt dem Wiener Stadtderby. Ich glaube, das Spiel mache ich noch. Ja, das Spiel mache ich noch und danach beende ich die Folge. 17er Form hat er einfach. Romano Schmid ist aktuell bei einer 14er Form. Wir nehmen sie beide so mit und gehen rein direkt mit dem Kronberger. Der darf man von Anfang an spielen. Und Gregoritsch, ja, 11 Meter verschossen. Das heißt, ich lasse Pelke von Anfang an spielen gegen die Wiener. Der darf sein erstes Derby spielen. Und ich mache jetzt mal was. Ich werde jetzt einfach mal was machen. Ich werde Geierhofer und Friedel eine Pause geben. Leiner braucht eigentlich auch eine. Haben wir in der Jugend. Ich
Ich gebe den mal die Pause. Wir haben Pascal Fallmann in der zweiten Mannschaft für Rechtsverteidiger. Das bringt mir aber auch nichts. In der Jugendmannschaft haben wir da einen, der Halbwegser, der sogar Halbwegser mitspielen könnte. Der kann nur Linksverteidiger spielen. Lorenzen, Rechtsverteidiger. 55 in der B-Jugend vielleicht sogar ein. Sieht nicht danach aus, dass da irgendwie so ein Banger bei wäre. Dann kann man wirklich in der zweiten Mannschaft gehen. Und vor allem mal mit einer 69 hochholen in die erste Mannschaft. Nächstes Spiel. 4.3. Geht er wieder zurück, direkt an meinen Geburtstag. Da werde ich dann auf 2024 werde ich dann 32. Läuft hart. Ja, 32. Was glaube ich? Genau. Ja, 32. Ich bin 92er Kind, also. Ja, 32. Passt. Fallmann, ja, du Leiner kriegt eine Pause. Wir geben euch allen eine Pause. Ullmann auch. Lukaschewicz kommt rein. Wir machen uns schwächer. Sind dadurch ein bisschen schwächer als Austria Wien, aber ich denke, wir können gegen Alltag und gegen Admira nochmal Punkte nachlegen. Das ist mein Ziel. Wir machen uns schwächer. Romano Schmid, ja, natürlich kann ich nichts gegen machen, großartig. Aber wir gehen rein. Ich kann ja wechseln. Fünfmal darf ich wechseln und ich habe die Spieler ja auf der Bank. Im größten Teil. Gebt euer Bestes. Zeigt mal, dass ihr auch was wollt. Natürlich für Fallmann und so Wimmer, das erste Spiel der Saison. Hinteregger verletzt sich auch direkt. Wow, ich hätte Linksabums da mitnehmen sollen. Jetzt kommt Friedel doch noch auf den ganzen Platz und Geierhofer war besser von der Form her. Natürlich sehr bitter. Das ist natürlich jetzt sehr, sehr bitter, dass wir uns da noch verletzen. Also, dass er sich da noch verletzt, Hinteregger. Wimmer, gute Form, 2,0 Note. Friedel noch besser, 1,0, ist auf Feuer. Fallmann ist gar nicht dabei. Der weiß gar nicht, was er da gerade macht auf dem Platz. Kronberger und Nass genauso wenig. Pelke, Zirkse sind auch nicht wirklich mit dabei. Fallmann, ja, das könnte kritisch werden. Er könnte das Problemkind werden. Aber wir gehen mit einem 0-0 in die Halbzeit. Damit kann ich leben. So haben wir uns das natürlich vorgestellt. Und ja, machen wir erstmal weiter. Unverändert. 4 Wechsel habe ich noch. Durch den direkten Wechsel wegen der Verletzung. Jetzt macht Austria Wien ein bisschen Druck. Das ist natürlich sehr bitter, wenn die direkt Druck machen. Gregoritsch kommt jetzt nochmal rein für Pelke. Trost Kronberger kommt nochmal. Trossard kommt nochmal rein. Und Arase kommt nochmal rein. Und wir gehen direkt mit 1-0 Führung durch Zirkse. Stark, der hat auch eine Talentaufwertung. Ist jetzt eine 75er Grundstärke. Das heißt, er ist aktuell einer der besten Spieler. Mit Lubicic und Schmid. Okay, generell entwickelt sich unsere Mannschaft stark. Aber das heißt, wir können jetzt aktuell nicht verlieren, solange wir kein Gegentor kassieren. Und das können wir über die Zeit bringen. 80 Minuten sind schon gespielt. Kriegen wir das hin, dass wir das komplett über die Zeit spielen? Verscheren kommt nochmal rein für Schmid. Gegen Ende. Handel kriegt nochmal die gelbe Karte. 86. Wir gehen gegen Ende zu. Und komm schon. Kassiert nichts mehr. Und wir gewinnen einfach. Wir gewinnen einfach mit der BF. Ja, was heißt BF? Wir gewinnen einfach mit starken Einbußen von Spielern und 6-5 Chancen. Waren sogar ein bisschen schwächer. Friedel war Spieler des Spiels. Einfach beste Form gekommen. Kurz vor dem Spiel. Ja, natürlich hat Red Bull wieder gewonnen. Sturm Graz hat auch gewonnen. Das heißt, die bleiben an unserem Nacken und wir bleiben bei denen an den Nacken. Es sind halt 4 Punkte. Die müssen halt 2-mal patzen. Und wir haben noch ein Spiel. Salzburg spielt gegen Klagenfurt. Ja, und wir spielen gegen Alltag. Eigentlich ziemlich ausgeglichen. Wir können rein theoretisch können wir Ried noch helfen, indem wir da was gewinnen. Und dann kommt die Meisterrunde schon. Von uns sind Lubicic, Friedel, Penz und Wimmer drin. Aber Spieler des Tages ist Karim Adeyemi. GG. Und ja, wie gesagt, würde ich die heutige Folge hier beenden. Nächste Woche geht's dann los. Da spielen wir einfach das Rückspiel gegen Kiew. Und hoffentlich gewinnen wir. Und dann geht's Alltag, das letzte Ligaspiel. Dann kommt, startet auch schon bald im April die Meisterrunde. Dann auch natürlich der Uniqua ÖFB Cup. Im Pokal sind wir auch eine Runde weiter. Und ich bin gespannt. Wir sind im Viertelfinale. Genauso wie Europa League auch so steht an. Das ist ja Bullshit. Also wahrscheinlich steht das da die ganze Zeit wegen der Conference League. Weil die ja nicht wirklich im System ist. Müssen wir halt mal schauen. Auf jeden Fall, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung da. Ansonsten sehen wir uns nächste Woche. Haut rein und ciao! Ich weiß, dass sie wissen, ja, ich habe keine Zeit. Mache immer weiter, denn ich fühle diesen Vibe. Viele wollen connecten, weil sie wissen, wer ich bin. Aber ich habe kein Interesse, weil ich nicht weiß, wer sie sind. Aber lass